Tag auch. Bevor jemand fragt, ein Get Ready hierzu habe ich gerade gedreht. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach diesem Video kommt. Ich werde es aber dann entsprechend verlinken. So, gestern Abend habe ich ein Video gesehen, oder was vorgestern? Oh Gott, ich bin verwirrt. Auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen von Christy Malou. Hallo Christine. In dem es um ihre Top 5 High-End-Produkte ging. Und es wird auch noch geben ein Top 5 Drogerieprodukte. Ich meine, Reni hat sowas auch gemacht und die Idee finde ich eigentlich ziemlich cool und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal meine Top 5. Ich fange aber an mit den Drogerieprodukten, weil ich glaube, dass das unheimlich viele von euch interessiert. Und die High-End, die mache ich dann im Laufe der Woche, denke ich mal, noch schiebe ich die hinterher. Ja, ich habe mir 5 rausgesucht. Teilweise sind es aber auch nicht einzelne Produkte, die ich gut finde, sondern Gruppen. Anfangen möchte ich mit Foundations, denke ich mal, weil damit fängt man ja eigentlich auch im Gesicht an. Deswegen, ja, Foundations finde ich generell aus der Drogerie eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe sehr viele aus der Drogerie und natürlich habe ich auch hin und wieder mal teurere ausprobiert. Man kriegt ja mal hin und wieder Pröbchen oder ich habe hier die Make Up Forever Velvet, Matte Velvet Plus, die ich selten benutze, weil ich sie einfach nicht so gut finde. Aber ich komme immer wieder zurück zu den Drogerie Foundations, weil ich einfach finde, der Preis ist super, die Qualität ist super. Ich habe hier zum Beispiel, trage ich auch heute von Astor, die Skin Match oder das Skin Match Fusion Make-up. Das ist die hier. Ich habe noch zwei andere, deswegen. Ich habe hier die Nummer 202 Natural. Und ja, die benutze ich sehr gern, wenn ich etwas gebräunter bin, weil ich hier eine etwas dunklere Farbe habe. Und die ist auch etwas leichter, also wenn es etwas heißer wird, trage ich die ganz gerne. Dann habe ich einmal die empfohlen von Filinka 1986. Max Factor Ageless Elixir 2-in-1 Foundation and Serum. Das ist die hier. Die ist etwas dickflüssiger, sage ich jetzt mal, und die mag ich sehr gern eigentlich, wenn es etwas kühler ist. Wie gesagt, hier ist halt auch noch ein Serum mit drin, das pflegt die Haut nochmal so ein bisschen nebenbei. Und da sie etwas, wie gesagt, dickflüssiger ist, mag ich sie eher, wenn es kühler ist. Im Sommer, Hochsommer wäre mir das zu viel auf der Haut. Und dann habe ich, falls ihr auf Twitter die liebe Nyxina kennt, die hatte mal gezeigt, die Max Factor Facefinity All Day Flawless Foundation. Hier haben wir Primer, Concealer und Foundation in einem. Das ist diese hier. Die bekommt ihr, wie gesagt, alle in der Drogerie. Und die, ja, das ist für mich so ein Mittelding. Die guck ich mal immer. Da habe ich ein bisschen, die ist ein bisschen zu hell für mich. Deswegen muss ich mal gucken. Die kann ich dann nur tragen, wenn ich eine Weile nicht in der Sonne war. Wie gesagt, also Nummer 1 Foundations. Nummer 2, machen wir mal mit der Basis quasi weiter. Ihr wisst ja, ich trage eigentlich immer eine farbige Base unter meinem Lidschatten, einfach um die Farbe zu intensivieren und damit er länger hält. Und aus der Drogerie liebe ich von Maybelline die Color Tattoos. Hier ist einer, den trage ich heute. Das ist die Farbe Permanent Taupe. Der sieht so aus. Ist also ein matter Taupe-Ton. Finde ich super. Also ich finde, die müssten viel mehr matte Töne rausbringen. Dann habe ich noch die Farbe Always Green. Ich glaube, die ist aber aus dem Sortiment genommen worden. Ebenfalls matt. Also wenn ihr irgendwas mit Grün schminken wollt, das unten unter den grünen Lidschatten, das macht richtig BÄM. Dann habe ich Timeless Black. Benutze ich in letzter Zeit aber eher selten. Ist ein mattes Schwarz. Und dann habe ich noch Immortal Charcoal. Ich glaube, das war einer meiner ersten. Ja, es ist so ein Anthrazit, aber mit dunkelgrünem Einschlag. Ich glaube, den gibt es auch noch. Also das sind so meine Color-Tattoos. Ich überlege, ob ich On and On Bronze mir noch kaufen soll, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ja auch eigentlich genug Zeug. Ne? Dann bleiben wir mal am Auge. Was ich sehr, sehr gut finde, ich hoffe, den gibt es überhaupt noch. Ich wollte die Tage mal schauen gehen, ob ich mir einen zweiten kaufe, quasi als Backup. Und zwar geht es um diesen Pinsel von Essence.
Das ist, soll, glaube ich, ein Blending Brush sein. Ich weiß es nicht genau. Hier seht ihr, dass Essence draufsteht. Falls ihr den noch nicht kennt. Der ist super, Leute. Der ist so super. Den nehme ich immer hier, um die Farbe in der Lidfalte aufzutragen. Und ich finde den klasse. Also es gibt ja noch andere Pinsel von Essence, die finde ich jetzt nicht so granate. Also diesen normalen Lidschattenpinsel, den mag ich überhaupt nicht. Aber den mag ich total gerne. Eigentlich ist der hier oben richtig lila, aber das verschwindet beim Waschen. Und ja, ich überlege, ob ich mir davon noch einen kaufen soll, weil der ist echt gut. Also ich mag den richtig, richtig gern. Und was ich ebenfalls aus der Drogerie eigentlich immer kaufe, sind Mascaras. Mascaras muss man ja relativ häufig wechseln und das geht dann natürlich dementsprechend ins Geld. Deswegen sehe ich es eigentlich nicht ein, 20 Euro oder mehr für eine Mascara auszugeben und das dann vielleicht alle 3 Monate. Wo es doch so viele gute Alternativen gibt in der Drogerie. Ich habe hier mal meine aktuellen 4 Favoriten rausgeholt aus dem Glas. Und zwar habe ich einmal hier die L'Oreal Voluminous. Das ist die schwarze hier. Sehr, sehr gern mag ich die. Puh, komischer Satzbaum. Schon öfter nachgekauft und werde ich wahrscheinlich auch noch öfter nachkaufen. Super Ding. Dann die Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Am Anfang ist immer eigentlich viel zu viel Farbe auf dem Bürstchen. Also ich schmiere das dann mal alles in so ein Kosmetiktuch. Aber ansonsten mag ich die eigentlich schon sehr, sehr gerne. Die gibt richtig schön viel Farbe auf die Wimpern. Und dann von Essence die I Love Extreme und die I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Da habe ich beide. Mag ich auch beide. Ich glaube, die rosane mag ich ein bisschen lieber. Wobei, ja, die ist auch cool. Aber dieses komische, ich sage mal verkrüppelte Bürstchen, das verwirrt mich. Also ich weiß nicht warum. Ich finde, es sieht so aus, als wäre die Maschine, die dafür zuständig ist, hier diese Härchen dran zu machen, irgendwie kaputt. Weil an einer Stelle sind ganz viele Härchen und dann sind an einer Stelle ganz wenig Härchen. Ich glaube, wenn das gleichmäßiger wäre, würde ich sie noch lieber mögen. Aber das ist immer so, ich weiß nicht. Ich denke, ich erwische meine Wimpern mit der falschen Seite und dann... ihr wisst das. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst das. Und zu guter Letzt, Top 5 Drogerie, also wirklich 5, die Nummer 5, sind für mich Essie Nagellacke. Ich habe hier mal einfach 2 rausgesucht, weil die da gerade standen, weil ich die vor kurzem lackiert hatte, also den habe ich heute auch drauf. Das ist Sunday Funday. Wie passt, heute ist Sonntag. Und das andere ist Peach Daiquiri. 7,95 € bei DM. Die haben super schöne Farben. Immer wieder tolle LEs. Dieser Sunday Funday ist auch LE. Da habe ich den letzten erwischt. Ich freue mich. Und die Qualität ist super. Die halten lange. Die Farben sind, wie gesagt, der Wahnsinn, auch die LE-Farben sind teilweise wirklich toll. Und die gab es ja mal bei Douglas, die Essie Nagellacke, für, ich glaube, 12,95 oder 14,95, bin mir nicht sicher. Da habe ich einen Bogen drum gemacht, das war mir einfach irgendwie zu teuer, genau wie ich OPI-Lacke nicht für den Normalpreis kaufen würde. Aber jetzt für 7,95 €, top. Ja, das waren meine Top 5 Drogerieprodukte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, wie immer. Und ja, seid gespannt auf meine Top 5 High-End-Produkte. Ich hoffe, das Video wird euch dann auch gefallen. Und bleibt gesund und bis dann. Tschüss.